In der Schlosskirche Alt-Landsberg probt jeden Mittwoch ein ganz besonderer Junge am Klavier. Sein Name ist Maddox, er ist gerade mal 6 Jahre alt und beherrscht sein Instrument wie der junge Mozart. Schon frühzeitig haben seine Eltern sein Talent erkannt. Bei Jugend musiziert war er in seiner Altersklasse der Beste. Wir haben ihn bei einer Probe in der Schlosskirche Alt-Landsberg besucht. Maddox Masolek aus Petershagen ist Pianist, doch nicht irgendein Pianist. Er ist ein Ausnahmetalent. Er ist gerade mal 6 Jahre alt und spielt Stücke von Bach oder Mozart schon wie ein Profi. Vor kurzem gewann er den Förderpreis beim Bach-Wettbewerb für junge Pianisten in Köthen sowie den ersten Preis in seiner Altersklasse bei Jugend musiziert. Dabei holte er die volle Punktzahl, eine Leistung, die in diesem Alter sehr selten ist. Schnell wurde sein Talent erkannt. Ich spiele schon 2,5 Jahre, weil der Patenonkel von meinem Bruder gesagt hat, versuch's doch mal mit Klavier. Denn Maddox konnte erstaunlich gut rechnen und Zahlen sowie Noten lesen. Seitdem spielt er liebend gern Klavier. Manchmal trainiert er mit seinem jüngeren Bruder, der Geige spielt. Derzeit wird er von der Echo-Klassik-Preisträgerin Elisaveta Blumina in Berlin unterrichtet. Er liebt es, Konzerte zu spielen. Für seine Auftritte reist er sogar bis nach Israel. Zusammen mit seiner Lehrerin spielte er dort in Tel Aviv in der Elmer Hall. Immer an seiner Seite seine Mutter Simone Masolek. Sie hat ihm sogar ein eigenes Klavier besorgt. Damit probt er unter anderem mehrmals die Woche. Generell hat Maddox 2-mal die Woche Klavierunterricht, 1-mal die Woche Kompositionsunterricht und 1-mal die Woche Gehörbildung. Und dann übt er unabhängig davon, also jeden Tag zu Hause 1 bis 2 Stunden Klavier. Und wenn er Konzerte jetzt spielt, spielt er ja regelmäßig, da spielt er meistens dann auch etwas länger von sich aus, da übt er öfter dann auch manchmal 2-3 Mal am Tag. Bei Maddox steckt viel Ehrgeiz dahinter. Er selbst möchte später zu den ganz Großen gehören. Zurzeit probt er neben seinem Unterricht in Berlin jeden Mittwoch in der Schlosskirche Alt-Landsberg. Durch die Akustik in der Kirche soll er einen verbesserten Eindruck der Umgebung bekommen, wenn er Konzerte spielt. Die nächsten Auftritte stehen schon auf dem Plan. Demnächst spielt er in Leipzig und München. Auch hier in der Schlosskirche ist er beim Nachwuchskonzert dabei. Der vorerst größte Auftritt ist dann am 3.11. in der Staatsoper in Berlin.